Die Glitch-Gletscher! Diese Eiswelt ist die Welt 6, die nächste Welt, in der wir weitermachen bei Mario vs. Donkey Kong. Und schau mal, wie schön das hier aussieht. I like it. Oh, das erste Level hat direkt mit einer Mülltonne zu tun? Okay. So, musst du nur mal eben kurz was nachholen. Fangen wir direkt an. Alright. Werden wir hier rutschen? Höchstwahrscheinlich, oder? Warum frage ich überhaupt? Wir sind eine Eiswelt. Wir werden auf jeden Fall rutschen. So, das können wir skippen. Und anfangen. Aber wenn ich sowas sehe, habe ich direkt wieder Lust auf Mario Maker, oder? Oder bin das nur ich? Wir haben eine entspanntere Musik hier. Wie Mario gesprungen ist. Hat eine. Wie heißt das? Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieser Tanzmove. Aber den, der vorhin gemacht hat. Das hier. Ihr wisst es bestimmt in den Kommentaren. Ich hab's leider viel vergessen. Aber den macht er auch, den Move in, hier, 3D World. Nein! Und das ist aber sehr gut, dass der Schlüssel automatisch kaputt geht, sobald er in den Stacheln ist. Das war nämlich auf dem Game Boy Teil nicht der Fall. Das weiß ich noch. Deshalb ich das sehr gut. Schaffe ich das noch immer? Boing, 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 boing. Ich kann da nicht springen, während ich da drunter bin, also. Ach komm. Ach komm. Jetzt. Jetzt ist gut. So, dran denken. Erst den Schalter aktivieren. Dann den Schlüssel. Weit genug. Bisschen weiter wegwerfen. So. Perfekt. Ja, ich bin noch ein bisschen am Struggeln, aber ich muss auch erstmal die Mechaniken hier herausfinden. Aber ich glaube, jetzt habe ich es drauf. Ich glaube, jetzt habe ich es. Wihi! Was macht der denn da, der Scheigeil? Okay. Mach mal dein Ding. Wuhi! So, der Schalter wird nicht so schlecht sein. Mit dem können wir nämlich. Ja! Da an die Leiter hoffentlich kommen. Hä? Nein? Glaube ich genau stehen. Das funktioniert nicht. Oder muss das von hier aus sein? Juhu! Hä? Nicht? Warum nicht? Gott, der Scheigeil, der nervt jetzt. Komm, verschwinde! Ach, oder muss ich den Scheigeil vielleicht nutzen als Plattform? Ja, es ist zu spät. Jetzt habe ich ihn weggeworfen. Nee, jetzt geht's! Hä? Okay. Huhu! Da hinten ist noch ein Schatz. Aber erst brauche ich mal so One-Up. Glaube ich jetzt den ganzen Weg wieder. Nee, muss ich nicht. Perfekt. Mhm, mhm. So, wir nehmen das hier mit. Wuhi. Wir tanzen ein bisschen. Wuhi, wuhi. Und das war's. Ja. Gar nicht mal so schwer. Dabei will ich schon meinen, dass wir dem Spiel langsam zum Ende kommen. Zumindest vom Main Game. Es gibt dann auch noch ein paar Bonuswelten, die wir auch noch machen werden. Ich sage, das ist ja ein 100% Let's Play. Wir werden hier keine Corners cutten. Ganz und gar nicht. Aber man könnte schon von ausgehen, dass es ein Mario-Spiel ist, dass wir hier so 8 Welten haben werden. Und ich sehe schon, die Ninjas sind wieder da. Yippie! Ohoho. Es ist schon ein bisschen aufgebaut wie so ein Mario Maker Level. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Okay, erstmal den blauen Schalter. Bläp. So, am besten mich nicht treffen lassen von deren stachligen, ekligen Füßen. Die müssen die mal wieder waschen. Die sind bestimmt nicht angenehm. Egal. Kann ich da bitte hoch? Danke. Okay, wait. Den kann ich dahin werfen und schnell hoch. Nein, das geht nicht. Warte, hätte ich auch einfach so schon hochgekonnt durch diese blauen Blöcke da? Nein. Wuhu, wuhu, wuhu. Ach, da in. Ach, ich bin auch blind. Da ist ja ein roter Schalter. Aber dann komme ich da nicht lang. Hä? Wait. Wait, wait, wait. Habe ich überhaupt die Leiter hier schon mal ausprobiert? Nee, habe ich nicht. Konnte ich die nicht ausprobieren, weil ich dafür das Trampolin vielleicht brauche? Das kann sein, dass ich dafür das Trampolin brauche. Okay, komm mal mit. Vertrautes kleines Trampolin. Oh. Na gut, was heißt klein? Mario ist eher klein im Vergleich. Jetzt den blauen Schalter, ne? Einfach hochklettern hier. Boing. Ja, das geht schon mal. Gut. Das wird ein bisschen knifflig.
Okay, passt. Perfekt. Schalter. Bam, bam, bam. Ja, das war jetzt ein bisschen doof, ein bisschen unlucky. Aber ich bin nicht gestorben. Ja, aber jetzt muss ich das wieder neu machen. Okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es. Okay, der muss auf jeden Fall deaktiviert bleiben. Ich... blub, blub. Kann ich damit nicht killen, leider. Ja, aber ich muss da doch durch, hä? Was soll ich denn sonst machen hier? An dem drüber? Ich bin doch so hart am Rutschen. Ja, doch, es klappt, aber es ist... Das ist schon... Schon fies. Ist nicht einfach, wirklich nicht einfach. Kann ich den Ninja nehmen? So ein geiler Glitch, so beide auf einmal. Nee, geht leider nicht, aber hey, ist egal, wir sind durch. Hui. Uihi. Was auch immer, mach deine Geräusche, Mario. Da komme ich nicht hoch. Also noch nicht. Erst mit einem Trampolin wird die Sache machbar, aber ich habe das Trampolin gerade weggeworfen. Ach, weil ich den... Oh. Ich muss den blauen Schalter aktivieren, sonst rutscht der Trampolin, rutscht das Trampolin immer weiter. Das ist keine Hilfe mehr. Ja, Tatsache. Okay, dann lass uns mal hier liegen. Gehen wir erstmal hier hoch. Ja, oder? Ah, doch, da muss ich lang. Yippie! Dann komme ich gleich hoch. Boah, knapp. Der Ninja hat mich fast zerstampft. Okay, auf da. Man kann die Seite von Ninja berühren. Also, zumindest habe ich das gerade getan, glaube ich. So, drüber springen. Jetzt können wir das hier machen. Perfekt. Wait, what? Wieso ist das das dritte? Hä? Wie soll ich an dem anderen schneller rankommen? Hä? Spiel? Dumm? Ich schmeiß hoch. Ich komme so auch schon hoch. Mitnehmen. So. Nein, nicht ganz. Ja, jetzt. Ab. Ja. Roter Schalter. Rotes Licht, grünes Licht. Und das war's. Yippie! Also doch, die Welt, die ist schon anspruchsvoller. Hätte ich mal Maul halten sollen. Naja. Wir sind ja Profis. Wir kriegen das easy peasy hin. Beim Glitch-Gletscher. Was haben wir denn da? Einen blauen Hothead? Eine blaue Flamme? Hat der einen Unterschied zu einer roten Flamme? Gibt es eine rote Flamme? Ist einfach nur blau, weil wir hier im Schneegebiet sind, im Schneebiom. Here we go. Ich glaube, dass es keinen Unterschied macht. Boing, 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 boing. Warten, boing. Map. Oder halt Kamera. Hier okay, rechts ist ein Geschenk. Da oben ist ein Geschenk. Ja, das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann, ist hier rüber. Das ist gar nicht mehr so schlecht, weil dann kann ich zumindest das Geschenk schon mal mitnehmen. Aufpassen. So. Okay. Da links lang ist auch nicht schwer. Alter, sag ich und fall fast runter. Aber denkt dran, Leute. Wenn ihr so in Animation seid, könnt ihr nochmal einmal die Hand nach vorne greifen. Habt ihr eine höhere Hitbox. Sehr gut geeignet, um was ihr gerade gesehen habt, einzusammeln, die Dinger. Ah, verstehe schon. Ich verstehe schon. Klassiker. Ich glaube, es hat mir tatsächlich geholfen, den Vorgänger auf dem Gameboy gespielt zu haben. Damit ich hier besser durchkomme. Warte mal, wo fliegst du jetzt hin? Okay. Ich dachte, da fliegt irgendwie ein Abgrund oder so. Ist überhaupt ein Abgrund? Oh, das könnte man als Abgrund betiteln, ja? Der Schlüssel, der despawnt ja auf den Stacheln. Den kannst du da auch gar nicht mehr grabben. So macht das doch Sinn. Aber ja, wihi. Machen die irgendwas? Nee. Schön. Okay. Da wollen wir lang. Was machen die jetzt? Okay, die tanzen da. Die sind da jetzt erstmal am Patrollen. Da komme ich also nicht lang. Es sei denn, ich krieg die dazu. Oh, anders. Na. Oh, unlucky. Das war unlucky. Komm her. Nein. Hallo? Mario, das erste Mal war lustig. Das zweite Mal ist jetzt nicht mehr lustig. Komm. Das ist aber auch knapp, wie er springt. Okay. Machen wir es langsam. Yippie. Nochmal. Yippie. So. Jetzt aufpassen. Okay, gut, gut.
Perfekt, ich hab den auch bekommen. Jetzt fühle ich mich besser. Besser? Besser. Komm mit. Oh, oh. Come back. Die Firma dankt. Vor allem, wenn da Like da ist. Aber auch die Minis. Okay. Rote Box. Die Boxen, die hatten wir schon mal in irgendeiner Welt. Ich glaube, in der vorletzten, glaube ich. Jedenfalls. There's even more of it. Und das führt mich nur zurück. Das ist so ein Rückweg, mehr oder weniger. Oh, das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. What? Hihi, hui, what? Ich bin gerade etwas verwirrt, aber nur etwas. Blauer Schalter, wie hilfst du mir? Ich kann mich halt hier rüber teleportieren. Schön und gut. Ja. Immer noch. Schön und gut. Aber helfen tut's mir nicht. Nee, das hat rein gar nichts gemacht gerade. Hä? What? Also die Zahnräder in meinem Kopf, die stehen langsam still. What? Was soll ich hier machen? Ja, das war jetzt aus Versehen. Aber es ist auch schwer hier zu steuern und nicht aus Versehen irgendwo runterzufallen. Bei den Pirouetten, die er macht. Pirouetten ist das so, oder? Hieß es nicht so? Okay. Ich glaube, wir wollen hier den blauen Schalter aktivieren. Richtig? Die Frage, was wir jetzt wollen. Wir wollen den roten Schlüssel mitnehmen. Nein, ich... Also, wir wollen den Schlüssel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ist das richtig? Ja, schau mal, das ist ja schön und gut, aber wie zur Hölle soll ich an das Gesch... Oh, jetzt weiß ich's. Na, jetzt weiß ich's. Ja, ja, schön und gut. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Oh Mann, das tut jetzt weh. Warum ist er wohl ein Shy Guy? Nicht wegen dem One-Up. Sondern er, viel eher, fürs Geschenk. Oh Mann, das tut mir leid, dass ich es erst jetzt gecheckt habe. Na gut. Egal. So, das ist ja jetzt immer noch easy. Wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Wir müssen warten, bis das runterfällt. So. Zuhalten. Schnell den Schlüssel holen. In das Blaue. Dann Rot aktivieren. In das Rote rein. Spender sein. Und fertig ist die Geschichte. Yippie! Hey, ich sag's euch so, wie es ist. Manchmal sind wirklich die ersten Bereiche viel schwieriger als die zweiten. In jedem Level. Das ist halt wirklich so. Warum guck mich das denn? Was? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Wo bin ich? Ich hab Angst. Ist das richtig? Also, es funktioniert bisher. Ich glaube, blau? Maybe? Boah, das war knapp. Da oben ist aber noch ein Geschenk. Gehen wir da rein. Jetzt rutsch mal hier. Aufpassen. Zurückrutschen, ducken! Jetzt? Die will sich nach der Zeit wieder. Okay. Ist kompliziert aufgebaut. Aber eigentlich sehr simpel. Muss wirklich nur ein bisschen überlegen und dann war's schon. Okay, okay. Ja, die Welt ist schon. Die ist schon was. Ich weiß nicht, was sie ist, aber sie ist schon was. Ich meine, ja, sie ist ein Glitchgletscher, aber. Sie ist mehr als das. Sie ist eine Gefahr. Eine große Gefahr. Sorry, Donkey Kong, ich wollte dich nicht abkappen. Okay, da können wir unten lang. Theoretisch. Aber schauen wir uns erstmal hier um. Da ist ein Geschenk. Für das Geschenk müssen wir den roten Schalter aktiv haben.
Also machen wir den roten Schalter mal an. So, aufpassen. Hier runter. Perfekt. Nicht hoch. Perfekt. Jetzt am besten Yippie machen. Okay, geil. Jetzt kommen wir hier runter. Aufpassen. Wieso rutschen wir hier nicht? Ah doch, wir rutschen. Aber irgendwie weniger? Kann das sein? Es wirkt auf jeden Fall gerade wie weniger. What? Jetzt wieder zurück? Oh, deshalb ist es hier rutschig. Der soll da hinten auf uns warten. Dann wir hier rüberlatschen. Verstehe. Komm mit. Mein Schlüssel und ich. Wir helfen ihnen gerne. Yahoo! Warte, eigentlich macht Mario da so eine Animation. So eine, yeah, ich hab's geschafft, Animation. Diesen Double, Triple, Whatever Jump macht. Aber irgendwie bricht er den bei mir mal ab. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich spiele sogar mit Steuerkreuz. Weil die Sixie driften ein bisschen. Ich kann ja auch nur empfehlen, mit Steuerkreuz zu spielen, ganz ehrlich. Generell, ich spiele immer 2D-Spiele, fast immer mit Steuerkreuz. Ah, shit. Das war klar. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Umweg gegangen bin. Ich hätte einfach zu ihm rennen können. Ach nee, hätte ich nicht. Oh. Ja, trotzdem. Ich kann einfach hier runterfallen. Mitnehmen. Rüber. Werfen. Bap, bap. Fertig. So, kein Thema. Ha. Hey, ja. Ja. Ist hier oben noch was? Ja, ein Geschenk. Ein Geschenk? Für mich? Oh, das ist doch, wäre ich ja jetzt gestorben. Oh, warte mal, das ist schneller. Das ist schneller, als den Double Jump zu machen. Oh, das sollte ich mir merken und es versuchen. Okay, Mario. Pass bitte auf dich auf. Ich sag's doch letztes Mal. Du passt. Okay, jetzt mal ehrlich. Jetzt hab ich's. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ihn am besten mitnehmen und wegwerfen. Das ist nämlich gar kein Problem mehr für uns. Er ist sogar ganz unten runtergefallen. Also komplett weit weg. Der Mini gehört uns. Peace sein. Und ich glaube, jetzt fehlt nur noch einer. Ja, noch einer fehlt. Okay, okay. Das kriegen wir auch noch. Wir auch noch. Oh, ehrlich jetzt. Die Welt ist bisher wirklich die schwerste. Hoffentlich werde ich in den nächsten Welten nicht so viel Schwierigkeiten haben. Kann das sein, dass ich jetzt größtenteils nur gestorben bin, weil ich die ganze Zeit so am Rutschen bin? Das könnte sein. Bin mir nicht sicher. Wo führst du mich hin? Irgendwo. Wo ich sterbe. Cool. Okay, warum bin ich da jetzt angegangen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir erstmal hier lang. Da können wir nicht lang. Okay. Warum nicht? Wir haben hier ein Trampolin. Das kommt doch bestimmt nach oben. Nein, können wir nicht. Ah, nee. Doch. Wait. Wir können das doch trotzdem rüberwerfen. Mhm. Dann hier durch. Was ist das für ein Jump? Lol, wir waren gerade noch in der Leiteranimation. Nein. Das ist richtig, das ist richtig. Ach, und theoretisch könnte ich jetzt auch direkt jetzt hier mitnehmen und dann hatte ich's da. Ich glaube, das muss ich jetzt sogar machen, oder? Nein? Wait. Hab ich's versaut? Ich glaube, ich hab's versaut, oder? Egal, versuchen wir es trotzdem erstmal. Ja, ich hab's versaut. Okay. Was ich eigentlich machen wollte, ist. Ja, muss ich auch machen. Das Ding hier mitnehmen. So, perfekt, wir haben beides jetzt. Das war gar nicht gewollt, aber hey. Hat perfekt funktioniert. Jetzt haben wir das. Und den Schlüssel. Oh, man kann trotzdem noch. Okay. Oh, ich war jetzt nur so betäubt. War nur so ein Schwindeleffekt. Was? Also normalerweise macht Mario diesen Wirbelsprung. Diese Pirouette, wie auch immer. Warum hat er die jetzt nicht gemacht? Oh Gott, so langsam. Nein! Mario! Mario, warum? Mama mia, bitte, mache richtig Miete. Komm ich hin? Hi. Was geht ab? Ich bin's. I am the Mario. Haha. I have come to get my revenge.
Das ist schon gut, aber wie komme ich wieder zurück? Gar nicht. Nett. Vielleicht soll ich auch erstmal hier aktivieren? Macht das einen Unterschied? Hilft mir das? Wait. Das hilft mir. Glaub schon. Ich muss auf jeden Fall hier lang, um das mitzunehmen. Den runterfallen lassen. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir's. Muss nur auf den Stachel achten, wenn er jetzt wieder respawnt. Komm! Kleiner Racker! Wow, wir haben wirklich lange für diese Welt gebraucht. Ich würde sagen, wir machen noch eben das One-Up-Minigame. Und die letzten beiden Level machen wir dann beim nächsten Mal. Denn das wird jetzt unerwartet lang. Warte, was? Ich hoffe, das war jetzt gerade nur, weil dieses Minigame auf diesem Plot gelandet ist. Aber das sah gerade so aus, als wäre mein Stern hier nicht gespeichert worden. Als hätte das ja wirklich gemacht worden. Bisschen verwirrend. Wir werden es gleich sehen. Aber ich wette, dass das abgespeichert worden. Ich glaube, das sah nur so komisch aus, jetzt wegen dem One-Up-Bonus-Minigame. Was mache ich hier? Hallo! Mario, ich komme nicht raus! Oh mein Gott, erstmal 10 Sekunden verschwendet. Geil! Komm, ignoriere den. Ignoriere den. Sagen wir erstmal den Rest. Okay. Oh Gott, das schaffe ich nicht mehr. Wie soll ich das machen? Oder? Doch! Oh. Knapp. Sehr, sehr knapp. Hey, alle Tode sind wieder wett. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Seid beim nächsten Mal dabei. Und dann geht's weiter mit... Welt 1? Nein. Mit dem Rest vom Glitch Gletscher und Welt 7.